All eure Wohnhäuser sind belegt. Aber es gibt noch obdachlose Siedler. Es gibt nicht genug zu essen. Das Schlimmste, was jetzt passieren könnte, dass jetzt plötzlich die Gegner kommen und die greifen mich an. Zahlen ihre Steuern. Wird erledigt. Ich hab getan, was ihr wolltet. Sofort. All eure Wohnhäuser sind belegt. Aber es gibt noch obdachlose Siedler. Eure Bauernhöfe produzieren nicht genug Essen. Wenn's denn sein muss. Schön hier, ne? Ja! Kein Problem. So. Es sind nur noch wenige, die Nahrung brauchen. Ich bin schon unterwegs. Ich hab getan, was ihr wolltet. Einige Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen. Ja, mein Herr. Das kann kein Ungläubiger besser. Ach, ernsthaft? Das Ziel sind zu dämlich. Einfach mal den sichersten Weg zu gehen, auch wenn es der kürzeste Weg ist. Sollte man wenigstens ein bisschen Gehirn im Kopf haben, um zu sehen, dass Feinde da der Tod lauert. Lasset die Furcht von euch abfallen und kämpft! Es sei. Ja, Sidi. Ich werde mich darum sorgen beim Kalifen. Ich tue mit Allahs Hilfe mein Bestes. Euer Wunsch ist mir Befehl. Ja, Sidi. Ich werde mich darum sorgen beim Kalifen. Potz, Mekka und Medina, natürlich. Sofort. Alter! Sehr wohl. Ja. Soll ich extra Dario in den so Tod schicken? Nur für dich. Sehr wohl. Wie ihr wünscht, mein Herr. Damit du hier in Ruhe durchgehen kannst, weil du zu dämlich bist. Ein Held ist in großer Gefahr. Also, wie kann man nur blöd im Kopf sein? Wie ihr wünscht, mein Herr. Meine Güte. Ja! Ist in Ordnung. Ja! Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Ich will hier gerne weiterentwickeln, Leonardo. Jawohl, Herr. Ja, natürlich. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Wenn ihr es für richtig haltet... Alle Bauernhöfe sind belegt. Einige Siedler haben nichts zu essen. Dazu habe ich jetzt so gar keine Lust. Soll ich dich töten dafür?
Sofort. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Jawohl, Herr. Ein Verbündeter ist in großer Gefahr. Schon mal daran gedacht, ein paar Betten mehr zu... Ich bin müde. Was würde ich jetzt geben für ein warmes, gemütliches Bett? Hier gefällt es mir. So was möchte ich hören. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Wie kann ich die ganze Zeit... die hier vergessen? Aber gern. Ja, mein Herr. Sofort. Ja, mein Herr. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Das Gebäude ist nun ausgebaut. Fertig, Meister. Kein Problem. Mann. Fertig, Meister. Ja, für was war die denn zuständig? Also außer für das Bauen. Es gibt zu wenig Betten in eurem Reich. Aber gern. Ist in Ordnung. Ja. So, und wie nun? Ihr wollt. Na gut. Ausbau abgeschlossen. Wie lange soll ich überhaupt warten? Erkunde das Land, wie ihr wollt. So gut ich kann. Fertig. Ich bin müde. Ein Bett in einem... Ist das nicht wundervoll hier? Ja. Es gibt zu wenig Betten in eurem Reich. Es ist gerade ein bisschen Krieg, aber es ist wundervoll hier. Aber gern. Leonardo, beeil dich bitte. Hier gibt's nichts mehr zu holen. Na gut. Aber gern. Sofort. Aber gern. Es ist Zahltag. Aber gern. Natürlich. Ja, ja. Aber gern. Gut. Ja, und nun? Nix mehr da. Kann ich dann jetzt gehen? Fertig. Jawohl, Herr. Wenn ihr es für richtig haltet... Natürlich. Aber gern. Aber gern. Flieg. Nix mehr da. Kann ich dann jetzt gehen? Nein. Na gut.
Ich weiß nicht, was ich tun soll. Irgendwas war doch, dass ich doch machen musste, damit Leonardo mir eigentlich das gibt. Fertig! Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Ich glaube ja, dass hier eine Verwechslung vorliegt. Eigentlich sollte ich gar nicht hier sein. Eigentlich solltest du hier sein? Ja, was mache ich mit euch? Jupp. Einstmals hatte König Cheiron, ein wahrhaft weiser Mann, den Orb in seiner Obhut. Doch da das alte Reich bedroht ward und das Old King's Castle zu fallen drohte, fasste er den Entschluss, den Orb sorgfältig zu teilen und die glänzenden Stücklein in die entlegensten Winkel des Reiches zu zerstreuen. Hierzu sandte er seine trefflichsten Männer hinaus, denn nimmermehr durfte ein Teil in unwürdige Hände gelangen. Das Herzstück allein, welches an einer güldenen Kette hing, vertraute er seinem einzigen Sohn an, welchen er mit seiner Mutter in die Obhut des älteren Bruders Helias gab. Selbiger führte die Königin und den kleinen Dario hinfort, fernab des alten Reiches. Die Königin, wohl ahnend, dass sie des Gatten Antlitz nimmermehr wiedersehen würde, ward von da an bis zu ihrer Todesstunde von dunklen Trauerschatten gezeichnet. Es ist so geschehen, wie ich voraussah. Kerberos hat es geschafft, den Winter herbeizurufen. Seine Truppen werden sich hier sammeln und dann zu einem finalen Vernichtungsschlag ausholen. Oh. Das gleiche gilt für die Barbaren aus dem Westen, die sich hier sammeln werden. Nehmt nun meine Pläne der Wettermaschine und eilt euch. Ohne eure Hilfe wird Norfolk fallen, wenn sie geballt zuschlagen. Was, 20 Minuten darf ich jetzt noch mal warten? Einer eurer Helden steckt in Schwierigkeiten. Feinde greifen ihn an. Wie ihr wünscht, mein Herr. Es ist dein Ernst? Natürlich. Jawohl. Natürlich. Wandelt im Licht. Meinen Verbündeten soll nichts geschehen. Ja, Milord. Sehr wohl. Ja. Ich hab Truppen. Dafür sind wir genau die Richtigen. Danke. Ja, mein Herr. Wie ihr befehlt. Zahltag. Wenn Gott es so will. Und ich habe mich einer eurer Helden tierisch erschrocken. Freilich. Wie ihr wünscht, mein Herr. Wir als das Video losging. Wenn Gott es so will. Aber ich glaube, man hat das gehört. Seid unbesorgt. So, jetzt darf ich mich beeilen. Wird gemacht. Wie ihr befehlt. Natürlich. Wenn ihr es für richtig haltet. Wie ihr wollt. Natürlich. Wo waren hier die Schätze? Freilich. Wenn ihr es für richtig haltet. Da war ein Schatz. Aber ich glaube, der ist leer. Natürlich. Nö, da ist Schwefel. Aber Ressourcen habe ich erstmal genug. Ja. Ich weiß nicht, ob man die schon alle viel früher vernichten kann, aber ich glaube nicht.
Also die höchstens ja. Dieser Pups. Ja, sie. Ich werde mal einen kleinen Testangriff machen. Ihr verfügt nun über das Wissen über eine neue Technologie. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. So, hier ist der Wetterturm. Ihr verfügt nun über das Wissen über eine neue Technologie. Sehr wohl.